Erde an den. Hast du den Licht an? So, und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wollte ich euch einfach alles nochmal in Ruhe zeigen. Leute, vorweg, ich nehme dieses Video bestimmt zum 10. Mal jetzt auf, weil ich einfach ein dummes, behindertes. Weil ich einfach ein dämliches Tablet hab, weil es. Ich nehme ein Video auf, gleich ist der Speicherplatz voll. Also ganz ehrlich, Leute, ich werde mir das werde ich nächstes Jahr in den Mülleimer werfen. Also ich bin gerade ein bisschen sauer auf dieses Tablet. Es sollte ich eigentlich nicht sein, weil schönes Weihnachten hatten wir auf jeden Fall und ja, aber das nervt einfach. Ich habe ja auch eigentlich ein neues seit letztem Jahr, aber eigentlich kann ich das und die Tonne hauen. Also es wird nächstes Jahr. 6 Jahre alt, kann eigentlich Müll. Also nächstes Jahr definitiv, das ist weg. Ich bin so froh, wenn dieses Ding endlich weg ist. Weil da sind so viele Fotos drauf und Mama hat die alle auf dem Handy. Egal. Kommen wir mal zum ersten. Ich habe hier so eine Karte bekommen. Ich wollte es einfach nochmal übersichtlich zeigen. Hier nochmal eine Infokarte, das ist das Video mit Heiligabend. Ich wollte euch das einfach nochmal in Ruhe zeigen. So, hier ist eine Karte, also von meinem Opa. Das ist eine richtig schöne Karte, da war Geld drin. Und ja, kommen wir mal zum nächsten. Ich habe nochmal eine Karte bekommen, aber das ist natürlich ein Gutschein. Könnt ihr das mal sehen? Ja, vielleicht ist es auch besser mit Handy aufzunehmen, aber naja, mein Ding ist es nicht. So, kommen wir mal zum nächsten. Auf jeden Fall Heiligabend war sehr schön, kann ich auch nochmal kurz erzählen. Also wir waren ersten Weihnachtsfeiertag, ja dann, so Heiligabend war sehr schön und ersten Weihnachtsfeiertag waren wir am Strand und da habe ich eigentlich einen Vlog gedreht, aber da war auch viel zu viel Sturm, also irgendwas kommt, also irgendwie, im Moment, da ist der Wurm drin, immer ist irgendwie ein Sturm oder ich kann irgendwas nicht aufnehmen, also ich weiß auch nicht, also dieses Jahr, es wird Zeit, dass Silvester wird, ist ja nicht mehr lang. Das ist ja endlich vorbei, es wird Zeit. Für mich auf jeden Fall. Mit den Videos und allem. So, machen wir mal weiter. 3D-Puzzle, eigentlich, 3D-Puzzle hier, das ist ein Empire State Building, ist richtig cool. Hab mich sehr darüber gefreut. Und wir kommen mal zum nächsten. Das ist hier so ein Weihnachtsmann und ja, ein bisschen was drin und so. Das habe ich auch noch bekommen, sowas ähnliches, was ich zum Nikolaus bekommen habe. Ja, was war gestern los am zweiten Weihnachtsfeiertag? Der war auch sehr schön. Weil ja Oma und Opa waren da, meine Tante, Onkel, Cousine, Cousin waren da. Mit meiner Cousine wollte ich das Video machen, wie sie aufs Weihnachtsgeschenk reagiert. Ja, hat nicht funktioniert, da war ganz schön viel der Trubel und so. Im nächsten Jahr zu 100% mache ich das Video. Und wenn da was irgendwie sowas ist, dann mache ich das einfach und ja, dann wird das schon klappen, Leute. Auf jeden Fall ist es so, wir sehen uns in diesem Jahr nochmal, weil hier an einer guten Lampe, die kennt ihr auch gut schon, weil ich habe schon öfters einen Bericht um diese blöde Lampe, diese tolle Lampe gemacht, weil sie ist eigentlich nicht toll, sie ist von Ikea, sie ist neu und ich habe ja seit 8 Jahren, seit wir hier wohnen, seit knapp 9 Jahren, noch keine neue Lampe gekauft und jetzt haben wir ja die und oder ich und muss auch nochmal rangeschraubt werden. Mein Onkel kommt nochmal, mein Opa kommt dann mit, hilft ein bisschen und meine Cousine wollte dann auch mitkommen. Ich habe sie da extra nochmal dran erinnert. Sie ist 8 Jahre alt und geht in die 2. Klasse. Von ihr habe ich auch noch was bekommen. Das zeige ich euch später mal. So, kommen wir mal zum nächsten. Das ist von meiner Tante, Onkel und so. Habe ich mich auch sehr bedankt und gefreut. Auf Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen. Folgt für mehr. Da habe ich auf jeden Fall ein paar Bilder gepostet von Heiligabend, vom ersten Weihnachtsfeiertag, vom zweiten Weihnachtsfeiertag. Und allem drum und dran, was wir dort so gemacht haben. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, was steht vor der Tür. Silvester, habe ich vorhin schon gesagt. Und wir werden morgen nach Lübeck fahren, unter anderem. Ja, wir werden auch nochmal über den Weihnachtsmarkt schlendern. Aber Feuerwerk kaufen. Morgen beginnt der Feuerwerkverkauf. Ich freue mich schon so sehr. Es wird richtig cool. Also schön einkaufen. 100 Euro ausgeben, mindestens. Ich gebe nicht 1000 Euro davon aus. Da ist mir das Geld doch zu schade, aber es soll ein schönes 9 Uhr Feuerwerk sein und davor auch. Naja, da kaufe ich dann so ein bisschen Knallzeug, wie F2-Ware, wie
erstmal Jugendfeuerwerk, aber vielleicht auch mal eine Batterie und sowas vor 0 Uhr. Aber die hauptsächlichen Sachen kommen dann 0 Uhr dann. Ja, das war auf jeden Fall das. Und wir fahren morgen nach Lübeck, einfach mal spontan. Naja, wir hatten das schon länger geplant. Nach Weihnachten haben wir gesagt, machen wir das mal. Und gehen dann auch in Edeka und Rewe und gucken dann nach Feuerwerken, kaufen müssen was. Und ja. Kommen wir mal zur nächsten Sache. Das liegt hier wunderschön auf dem Boden. Eigentlich nicht schön, aber so ist es halt. Ich wollte, weil meine Cousine, wir uns ja bald sehen nochmal in diesem Jahr. Eigentlich lässt man kein Preisschild dran, also nicht merken können. Ich weiß nicht, warum meine Eltern das so machen lassen, aber naja. Oder ist es vielleicht doch vom Weihnachtsmann? Weiß ich ja nicht. So, auf jeden Fall ist so ein Jack und Jones Pullover, der ist richtig cool. Der liegt ja einfach auf der Erde und ich glaube, gut. Aber so ist es halt. Ich habe es noch nicht geschaut. Ach, ja, eigentlich habe ich, glaube ich, genug Zeit, aber ach, so egal. Ja. Naja, eigentlich wollte das Video mit meiner Cousine doch nochmal nachwiederholen. Also nicht, wie sie darauf reagiert. Wir haben ihr so ein Painting-Krams geschenkt. Ich habe ihr das geschenkt, ne? Und weißt du, was ist? Leute, so gefühlte 22 Stunden später, wer schreibt mir da? Opa, schickt mir ein Bild, sie ist schon fertig. Ey, das ging aber auch so schnell, war ab 5, sie ist 8. Ja, hätten wir vor 3 Jahren schenken sollen, aber da haben wir, glaube ich, haben wir irgendwas anderes zu Weihnachten gewünscht, aber auch, ja, irgendwie so Spielzeug, aber kein Painting. Das habe ich auch Mama zum Geburtstag geschenkt, wie es einpackt. Ihr Advokat. Das Video kommt ja auch erst am 28. Am 29. kommt dann die Einkaufstour und auch der Lübeck-Vlog. Wir waren da dieses Jahr schon mal hier in der Infokarte Frauentag nochmal. Also mit meiner Cousine, das wollte ich nochmal nachholen, weil sie ja dann fast übermorgen hier ist nochmal. Und dann wollte ich vielleicht so einen Tag machen, irgendwie meine Cousine besucht uns oder so. Und dann wollte ich einen kleinen Vlog daraus machen oder vielleicht machen wir ein Video, wie ich mal mit ihr ein bisschen lese oder so. Vielleicht mache ich sowas auch. Kann ja auch lustig sein für euch. Also schreibt gerne Videowünsche mit meiner Cousine in die Kommentare. So, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Jack and Jones Pullover. Ich habe mir natürlich Klamotten gewünscht. Und ja, das habe ich dann noch zu Weihnachten bekommen. Ich hoffe natürlich, ihr hattet schöne Weihnachten. Das Video ist aber noch nicht vorbei. Weil jetzt kommt das Beste. Meine Cousine. Ey, das ist der Hammer. Also, ich habe den Namen noch nicht gesagt. Werde ich aber dann bald mal sagen jetzt, wenn wir das Video zusammen machen. Es kommt dann im neuen Jahr die Silvester-Videos erst. Dann kommt das. Und nochmal eine kurze Ankündigung. Ab Januar mache ich weniger Videos. Oder gar keine mehr. Ab Februar dann in den Winterferien wahrscheinlich wieder was. Aber da mache ich dann erstmal Pause. Weil es so ist, ich habe wieder Schule. Praktikum im Kindergarten ist vorbei. Seit 20.12. Also seit einer Woche, aber dann natürlich geht es bald wieder los. Mitte Februar bis Ende Juni, jeden Mittwoch. Und natürlich Schule ist auch wichtig. Ja, sie hat mir einfach hier sowas geschenkt. Frohe Weihnachten. Also passt natürlich überhaupt nicht mehr. Ist bei der 28.12. Ist aber jetzt egal. Wir haben auch noch Tannenbaum, alles drum und dran stehen. Da sieht man noch den Weihnachtsschlitten und so einen kleinen Weihnachtsmann. Wir lassen das alles bis 6. Dezember, ja genau, 6. Januar stehen. So Heilige Dreikönigetag machen meine Eltern immer. Ich habe es natürlich immer am liebsten noch bis Mitte Januar stehen, weil, naja, weil man sich mehr so schlecht trennen kann, irgendwie so. So der Weihnachtsbaum ist für mich immer das Schlimmste irgendwie jedes Jahr, aber naja, so ist es halt. Und dann sagt man einen Tag, ein, zwei Tage später, naja, okay, es ist so und das wird ein. Es kommt ja irgendwann wieder und den denkt man auch gar nicht mehr daran. Ne, so, ja. Auf jeden Fall, sie hat mir sowas geschenkt. Hier ist ein Weihnachtsmann drauf. So ein Rentier mit Geschenken. Sieht aber für 8 Jahre richtig schön und professionell aus. Also, nochmal an dich. Ne? Falls du das Video siehst, glaube ich zu 0%, aber wer doch Malerin. Also, ich werde dir nochmal sagen, dass sie das richtig schön gemacht hat. Sie will aber Lehrerin werden. Also, wir sind uns schon ziemlich ähnlich, weil ich will ja auch Erzieher wahrscheinlich werden. Ja, sie will Lehrerin später werden, aber ob das so kommt, das ist die zweite Frage. Aber wir haben auch so relativ die gleichen Interessen, wie zum Beispiel auch hier Harry Potter. Da habe ich ja auch also einen Stiftehalter. Ich bin immer noch nicht damit durch. Also ich muss den ersten Teil, Heiligtümer des Todes 1 und Heiligtümer des Todes 2 gucken noch. Naja.
die Schlacht mit Voldemort und Harry Potter, das wird nochmal richtig interessant. Das nehme ich mir nächstes Jahr im Januar vor. Ich gucke das fast ein Jahr. Ich bin immer noch nicht durch, aber bin bei Teil 7 jetzt dann angelangt. Ja. Und dann schaue ich weiter. Auf jeden Fall, ja, das hätte sie wirklich nicht machen brauchen, aber ich finde das schön. So, danke. Also, dass mir das einfach schenkt. So. Klar, so typisch Mädchen nochmal hier so ein paar Herzen drauf. Für einen Jungen ist das aber nichts, ne, mein Lieber. Also, nee. Aber naja, auf jeden Fall, die hat es gut gemeint und ja, das, ich habe mir gesagt, das werde ich mir hinstellen. Da hat sie sich gefreut, ne. So, auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo da, ich schneide das Video morgen. Naja, euch interessiert das wahrscheinlich eher weniger, aber ich schneide das Video morgen. Also, mir reicht der Tag, weil ich habe das Video schon 10-mal aufgenommen und mir reicht's für heute. Es kommt am 28.12., am 29. gleich die Einkaufstour um 10 Uhr. Ja, ich will es am 28. hochladen, aber es würde sowieso nicht klappen. Verzeiht mir, ich weiß.